Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Und ja, leider bin ich gestern nicht so vorwärts gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Irgendwie hat mich seit anderthalb Wochen wieder so ein bisschen durch das Wetter, merke ich meine Pumpe ein bisschen mehr und bin laufend schläfrig. Ja, wollte mich gestern noch mal kurz hinlegen, gegen kurz vor 10. Eigentlich sollten es nur ein, zwei Stunden werden, um dann noch ein bisschen weiter zu machen. Dann sind es über 6 geworden. Jetzt bin ich seit 4 wieder dran. Bin schon ein Stückchen wieder weiter mit Nordrhein-Westfalen. Hab's leider noch nicht ganz geschafft. Das werde ich auch, denke ich mal, heute schaffen. Dann kommen auch die Weltnachrichten und die Deutschlandnachrichten von gestern wieder noch dazu. Und mal schauen, wie spät es dann schon ist, ob ich dann schon die heutigen gleich mit dranhänge. Ja, und dann geht es wieder von vorn los mit Mitteldeutschland, Hessen oder beziehungsweise erst Bayern, dann Hessen und die übliche Reihenfolge. In Nordrhein-Westfalen fehlen ein paar Meldungen, weil ich die schon vorher gemeldet habe, weil sie überregional im ZDF-Text etc. standen. Mein Tipp für die Facebook-Leser, die das nicht lesen konnten, meldet euch bei vk.com an und da könnt ihr alles ohne Unterbrechungen verfolgen. Ich hoffe, dass ich heute das Video auch wieder bei euch mitsenden kann. Bis jetzt geht's noch. Ja, heute kommen wir zur 29. Geschichtsstunde von Egon. Und ja, da schließen wir heute das Jahr 1860 endlich ab. Das hatte sich ja ganz schön gezogen, über 4 Tage dann. Und da geht's heute los. Mit dem 9. September 1860. Ich will noch mal kurz schauen, dass ich mich eigentlich verblättert habe. Ja, gestern war die Archäologie das letzte. 9. September 1860. Truppen der Verbündeten in Beijing. Im Lorcha- bzw. Zweiten Opiumkrieg rücken die verbündeten britischen, europäischen und indischen Truppen bis Tungchao, 30 Kilometer vor Beijing vor. Bereits im August hatten die Alliierten die Festung von Dagu erreicht. Nach der Einnahme der Hauptstadt plündern und zerstören sie den kaiserlichen Sommerpalast und den alten Sommerpalast. Der chinesische Kaiser flieht nach Jehol. Grund der Strafexpedition war die chinesische Weigerung, europäischen Gesandten den Zutritt in Beijing zu erlauben. Dies war zwar Jahre zuvor im Vertrag von Tientsin vereinbart worden, mit dessen Unterzeichnung der erste Opiumkrieg beendet worden war. So, da sehen wir, auch Briten und ihre alliierten Truppen sind damals nicht zimperlich vorgegangen, haben dann alles verwüstet, wenn sie Aufstände niedergeschlagen haben. Ich kann es nochmal wiederholen. Dagegen ist das, was wir zu Kolonialzeiten gemacht haben. Wie würde es Herr Gauland sagen? Vogelschiss? Man kann auch Fliegenschiss sagen. Es ist nichts dagegen. Briten, Franzosen, Spanier, Portugiesen, Niederländer, Belgier, die haben auch nicht weniger Leute auf dem Gewissen in ihren Kriegen, als wir das haben. Nur leider wird bei uns immer von Kriegsverbrechen gesprochen. Bei anderen ist das komischerweise nicht der Fall. Deswegen, ich lasse mich davon nicht abbringen, dass wir uns nicht klein machen lassen müssen, wegen der berühmt-berüchtigten 12 Jahre. Diese Sache muss endlich mal wieder in den zeitlichen Kontext gesetzt werden und endlich wieder ja, normal behandelt werden. Weiter geht's mit dem 12. September 1860. Dauerkrise in Mittelamerika. Der US-amerikanische Abenteurer William Walker wird in Trujillo, Honduras, standrechtlich erschossen. Damit ist sein zweiter Versuch gescheitert, Teile Mittelamerikas unter seine Herrschaft zu bringen. Walker, der 1855 bis 57 als Diktator in Nicaragua geherrscht hatte, war nach seinem Sturz 1857 in die USA zurückgekehrt und hatte erneut eine Söldnertruppe organisiert. Am 27. Juni 1860 eroberte er Trujillo, musste jedoch fliehen und wurde schließlich von den Briten gefangen genommen.
die in Mittelamerika eigene Ambitionen haben. Die militärischen Expeditionen Walkers sind charakteristisch für die instabile Situation in Zentralamerika. Von den 5 unabhängigen Staaten Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica, die nach dem Auseinanderbrechen der Vereinigten Staaten von Zentralamerika entstanden, blieb lediglich Costa Rica weitgehend von den Wirren verschont, die das Schicksal seiner nördlichen Nachbarn prägen. Während in Guatemala der konservative Rafael Carrera diktatorisch regiert, ist die Politik in El Salvador, Honduras und Nicaragua gekennzeichnet von bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen liberalem Bürgertum und konservativen Großgrundbesitzern. Drei Großmächte nutzen die Parteienkämpfe in Zentralamerika für ihre Interessen. Walker erhielt für seine militärischen Abenteuer finanzielle Unterstützung von dem US-amerikanischen Eisenbahnkönig Cornelius Vanderbilt, der sein Wirtschaftsimperium ausdehnen wollte. In Santo Domingo, heute Dominikanische Republik, versuchen die rivalisierenden Generäle mit Hilfe Spaniens bzw. der USA die innenpolitische Situation zu ihren Gunsten zu entscheiden. Großbritannien beschwört durch Absprachen mit den USA einen Grenzkonflikt zwischen Honduras und Nicaragua herauf, der bis ins 20. Jahrhundert andauert. Sieht man, die Amerikaner haben schon damals überall mitgemischt, haben sogar, ja, illegale Truppen, kann man es schon nennen, unterstützt, um andere Länder zu erobern, ihre Interessen durchzusetzen. Es kann sich jeder an seine eigene Nase fassen. Ne? Und keiner muss auf unsere Nation mit dem Finger zeigen. Ne? Hier haben wir noch ein paar Bilder zu dieser Dauerkrise in Mittelamerika. William Walker landet mit seiner Expedition in Trujillo, Honduras. Seinen erneuten Versuch, in Mittelamerika Fuß zu fassen, bezahlt er mit dem Leben. Xylographie aus Our First Century 1860. Da haben wir es. Die Anlandung seiner illegalen von Herrn Vanderbilt unterstützten Truppen. Na, da haben wir es. So wie heute ein Herr Soros, haben sie auch damals schon solche Sachen mit Geld unterstützt. Die mächtige neoklassizistische Kathedrale aus dem 19. Jahrhundert an der Ostseite der Plaza de la República zählt zu den auffälligsten Bauten in Nicaraguas heutiger Hauptstadt Managua. Bis 1858 befand sich die Hauptstadt des Landes in Granada. Dort residierte auch der US-Söldnerführer William Walker. Da haben wir diese Kathedrale. Ne? Können wir ganz gut sehen. Weil es heute etwas früher ist, ist es noch etwas dunkel. Kommt kein Sonnenlicht von draußen rein. Ja, imposantes Bauwerk. Ja, und da haben wir da auch eine Randbemerkung. 20. Oktober 1860. Der österreichische Kaiser Franz Josef I. erlässt das Oktoberdiplom als Staatsgrundgesetz. Es ersetzt den Neo-Absolutismus durch eine eingeschränkte Legislative. Also in Österreich tat sich auch politisch einiges. Heute geht es viel politisch zu, nachdem zuletzt mehr um Erfindung, Kunst etc. ging. Der 24. Oktober 1860. Zweiter Opiumkrieg ist beendet. Die Beijinger Verträge beenden den 1856 ausgebrochenen Lorcha- oder Zweiten Opiumkrieg. China muss Frankreich und England gegenüber weitere Häfen für den Handel öffnen und die Schifffahrt auf dem Zhangjiang sowie die Errichtung von Gesandtschaften in der bis dahin geschlossenen Stadt Beijing erlauben. Ähnliche Regelungen folgen mit anderen europäischen Staaten,
Überdies muss China den Handel mit Opium legalisieren und Christen das Recht einräumen, die chinesische Bevölkerung zu missionieren sowie Eigentum zu besitzen. Als Folge der ungleichen Verträge überschwemmen ausländische Waren den chinesischen Markt. So, da sieht man das Irre, Drogen legalisieren zu wollen, war schon immer in dieser, ja, bornierten westlichen Gesellschaft drin. Aber nicht etwa, weil man es besonders gesund findet, sondern weil es ein einträgliches Geschäft war. Der Staat will selbst am Leid von Drogen, Toten etc. noch mitverdienen. Ich finde sowas widerlich. Ich weiß, es gibt selbst noch mal Leser, welche, die immer Cannabis legalisiert haben wollen. Wenn jemand gesundheitlich das braucht, wie gesagt, gibt es ja schon Regelungen, dass das möglich ist. Also das ist kein Argument mehr. Und ja, es mag sein, dass Cannabis noch nicht so gefährlich ist wie Kokain oder andere Drogen, aber es ist einfach der Anfang vom Ende. Da gibt es genügend Beispiele dafür. Und ich sag mal so, ich bin mein ganzes Leben ohne Drogen ausgekommen, wenn wir mal Zigaretten ausklammern. Ich sehe keinen Bedarf darin, dass das Volk mit sowas überschwemmt wird. Ne? Ja, dann haben wir hier noch ein Bild zu diesem Opiumkrieg. Britische und französische Kavallerie rückt während des Zweiten Opiumkrieges auf die chinesische Hauptstadt Beijing vor, im Übrigen heute Peking. In Klammern Lithografie von Henri Dupré aus British Battles 1860. Haben wir das Bild. Ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Ich halte es etwas länger rein. Mal sehen, wie groß ich es machen kann. Ich hoffe, es hat jeder gut erkennen können. Weiter geht's wieder mit einem großen Deutschen, der in der Medizin was bewirkt hat. 1860. Virchows lokalistische Theorie. Rudolf Virchow beschreibt die Lymphknoten als wichtige Barrieren gegen die Passage von Tumorzellen. Diese lokalistische Theorie führt in der Chirurgie bösartiger Geschwülste zur regelmäßigen Entfernung der betreffenden Lymphknoten. Bei seiner Ansicht zur Entstehung von Metastasen in den Lymphknoten aber irrt Virchow. Er vermutet, dass die Zellen des Primärherdes einen krankhaften Saft bilden, der über die Blutbahn andere Körperregionen erreicht. Deshalb hält Virchow saftige Karzinome für besonders bösartig. Die ortsansässigen Zellen dennoch mit dem Mikroskop zu untersuchen, hält Virchow nicht für notwendig. In einem Aufsatz beschreibt er als Mikroskop für die Krebsdiagnostik sogar als entbehrlich, er das Mikroskop für die Krebsdiagnostik sogar als entbehrlich, eine dramatische Fehleinschätzung. Ja, selbst große Männer, die in vielen Sachen recht hatten, können auch mal irren, ne? Dann haben wir wieder mal was aus der Kunstseite, aus der Kultur. 24. November 1860, Geburt der Wiener Operette. Die Operette, das Pensionat von Franz von Suppé, wird im Wiener Karl-Theater uraufgeführt. Das Stück begründet das Genre der Wiener Operette. Der Begriff Operette leitet sich vom italienischen Operetta ab und bedeutet Werkchen. Im Gegensatz zur Oper ist sie daher auch überwiegend heiteren Charakters, besitzt gesprochene Dialoge und wird häufig durch Tanzeinlagen aufgelockert. Das Vorbild der Opera Buffa wurde durch Jacques Offenbach in Frankreich zur erfolgreichen Operette. Wien entwickelt sich nun zur zweiten Heimat der Operette, vorbereitet durch die Singspiele in Klammern unter anderem von Joseph Haydn, Karl Ditters von Dittersdorf und Wolfgang Amadeus Mozart, Klammer zu, und die Werke Ferdinand Raimunds sowie Johann Nepomuk Nestroys war der Boden in Wien äußerst fruchtbar
für diese neue, heiter musikalische Form. Nesttreu ist es auch, der die Offenbachschen Operetten am Karl-Theater, dessen Direktor er ist, heimisch macht. 2 Jahre nach der ersten Aufführung einer Offenbach-Operette feiern die Wiener mit dem Werk Franz von Suppés die Geburtsstunde ihrer Operette, die eine goldene Zeit der Wiener Operette einleitet. Wenn auch nicht immer Meisterwerke auf die Bühne kommen, so handelt es sich doch überwiegend um große und anhaltende Publikumserfolge. Ja, ein bisschen Aufheiterung muss immer sein. Und bei allem, was drumherum passiert, ist das wichtig. Deswegen ist es so schlimm, dass in der jetzigen Zeit selbst filmschaffende Künstler etc. nur noch eines im Kopf haben. Entweder Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge oder Nazizeit, Nazizeit, Nazizeit. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein ordentlicher Film gedreht worden ist, der einfach nur unterhalten hat. Ne? Und wenn es dann was ist, ist es meistens billiger Trash, der ganz schlecht gemacht ist. So, leider gibt es keinen Heinz Rühmann mehr. Das war noch ein richtiger Schauspieler. Der konnte alles spielen. Ne? Ja, dann haben wir noch 2 Bilder zu dieser Sache mit der Wiener Operette. Da haben wir zum einen Plakat zur Uraufführung der zweiten Fassung von Orpheus in der Unterwelt am 7. Februar 1874 in Paris. Mit dieser Operette von 1858 liefert Jacques Offenbach das Vorbild für die Werke Suppés. Da haben wir das Plakat. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Ja, das war richtig künstlerische Gestaltung. Schon die Plakate an sich. Da musste man richtig was können. Ja. Und dann haben wir hier noch sogar ein Szenenbild aus der Operette Girofle des französischen Komponisten Charles Lecoq in einer Inszenierung des Wiener Karl-Theaters. Sogar schon eine Fotografie von 1875. Oh, ob das nicht heute sexuelle Belästigung wäre, ne? Ne? Gucken wir mal, wie erschrocken die Dame ist. Ja, ich hoffe, man konnte das gut sehen. Ich halte noch mal kurz hin. Tja, und da kommen wir heute schon zum letzten. Das ist wieder ein sogenannter Fokus in dieser Chronik der Weltgeschichte, wo es um gewisse Themen geht, die abgehandelt werden, die eine Epoche mitbestimmt haben, etc. Und da haben wir jetzt die Evolutionslehre. Popularisierung mündet in den Sozialdarwinismus. Als Charles Darwin 1859 seine Evolutionstheorie publiziert, vermeidet er es, ihre Gesetzmäßigkeiten auf die Entwicklung des Menschen anzuwenden. Diesem Thema widmet sich in der Folgezeit vor allem der deutsche Zoologe Ernst Haeckel. Seine populistischen Schilderungen bereiten den Boden für den Sozialdarwinismus. Im Mai 1860 liest Ernst Haeckel Darwins Abhandlung über die Entstehung der Arten durch natürliche Auslese oder das Erhaltenbleiben der begünstigten Rassen im Ringen um die Existenz. Im Schlusswort zu seiner Schrift hat Darwin lediglich einen Satz über den Menschen ausgeführt. Viel Licht wird auf die Entstehung des Menschen und seine Geschichte fallen. Mehr zu sagen, verbietet dem Naturforscher seine wissenschaftliche Vorsicht. Insbesondere die Frage, ob und wie die Selektionstheorie für die Entwicklung des Menschen ein geeignetes Erklärungsmuster darstellen kann, lässt er unbeantwortet. Diesen Fragestellungen widmet sich nun der deutsche Zoologe. Entwicklung im Zeitraffer. Seine Erkenntnisse stellt Haeckel erstmals im Jahre 1863 auf einer Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Stettin vor, heute in Polen, Tschetschen.
Was uns Menschen betrifft, so hätten wir also konsequenterweise als die höchst organisierten Wirbeltiere unsere Pünktchen, Vorfahren in affenähnlichen Säugetieren, weiterhin in känguruartigen Beuteltieren, wieder Pünktchen, und endlich in noch früherer Zeit in der Primärperiode in niedrig organisierten Fischen zu suchen. 3 Jahre später formuliert er die biogenetische Grundregel. Danach wiederholt jedes Individuum in seiner Entwicklung, in Klammern Ontogenese, Klammer zu, die Entwicklung des Stammes, zu dem es biologisch zählt, in Klammern Phylogenie, Klammer zu. Dies ergibt sich seiner Meinung nach aus der Tatsache, dass menschliche Embryonen vor der Geburt unter anderem einen Schwanz, ein Haarkleid und kurzzeitig sogar Kiemenspalten besitzen, die eine Wiederholung der Entwicklungsgeschichte des Menschen darstellen. Der gemeinsame Vorfahren mit anderen Wirbeltieren hat. Damit geht Haeckel weit über Darwin hinaus und ruft heftige Proteste hervor. Es nützt ihm nichts, dass er in den 1880 erscheinenden natürlichen Schöpfungsgeschichte betont, ausdrücklich will ich hier hervorheben, dass kein einziger von allen jetzt lebenden Affen, der Stammvater des Menschengeschlechtes sein kann. Für die Öffentlichkeit steht fest, dass nach Meinung der Darwinisten der Mensch vom Affen abstammt. Letzte Überschrift, der Kampf ums Dasein. Haeckel wendet auch die Selektionstheorie auf die Menschheitsgeschichte an. Er betrachtet den von Darwin beschriebenen Kampf um das Dasein als das grundlegende Prinzip, mit dem sich die Beschaffenheit aller Lebewesen erklären lässt. Der Kampf ums Dasein habe sie geprägt. Der Mensch ist demzufolge vorrangig ein materiell bestimmtes Wesen. Eine ethische Normsetzung sei nutzlos, weil in der Natur nur das Bestand habe, was das Überleben möglich mache. Tja, an sich hat er nicht Unrecht. Wir sehen es gerade an uns. Wir haben keinen eigenen Überlebenswillen mehr und deswegen werden wir so dann sagen, ad acta gelegt. Der zum Naturgesetz stilisierte Daseinskampf erhält dadurch Wertcharakter. Wer sich durchsetzt, beweist einen höheren Wert. Auch Rassen teilt Haeckel in höher- und niedrigwertige ein. Haeckel erweitert diesen Entwicklungsgedanken. In seiner Schrift Die Welträtsel 1899 entwickelt er ein mechanistisches Weltbild, das den Selektionsgedanken auf geistige und gesellschaftliche Prozesse ausdehnt. Muss ich jetzt gucken hier. Damit schafft er die theoretische Grundlage für den aufkommenden Sozialdarwinismus, wonach sich die weniger Tauglichen den Starken unterordnen müssen. Der Sozialdarwinismus wird unter anderem für die Rassenideologie des Nationalsozialismus wegweisend. Dessen Verbrechen, dem Holocaust bis zur Tötung geistig Kranker, werden als notwendige Maßnahme der Rassenhygiene bezeichnet und pseudowissenschaftlich gerechtfertigt, aber auch als Begründung für das Ungleichgewicht in kapitalistischen Gesellschaften und die Ausbeutungspraktiken des industriellen Zeitalters muss der Darwinismus herhalten. Und da sind wir wieder bei dem, was ich sage, zeitlicher Kontext etc. Das, was aus heutiger Sicht als schreckliches Verbrechen, als unvorstellbar etc. erscheinen mag, war damals allgemeingültige Meinung, wurde selbst von Wissenschaftlern etc. vertreten. Und nicht nur wir haben so gehandelt.
wie man an den Kolonialkriegen der anderen europäischen Mächte und an den USA sehen mit ihrer Sklavenhaltergeschichte, ne? Deswegen, das ist das, was mich an der heutigen Diskussion über diese 12 Jahre immer wieder so erzürnt und aufregt, dass ganz bewusst und mit Absicht gewisse Leute und diese ganzen Rot-Links-Grünen mit Absicht unsere Taten in Anführungszeichen aus dem zeitlichen Kontext reißen, während das komischerweise bei Briten, Franzosen, Niederländern, Portugiesen, Spaniern und Belgiern nie getan wird oder zumindest ganz, ganz selten. Ne? Und deswegen wehre ich mich da einfach dagegen, dass wir hier als die bösen Buben der Weltgeschichte hingestellt werden. Und damit ist meiner Meinung alles gesagt, was meine Einstellung dazu ist. Das hat nichts mit Verherrlichung vom Nationalsozialismus zu tun, etc. Es ist bloß eine Frage der geschichtlichen Betrachtungsweise und diesem ständigen aus dem Kontext reißen unserer Geschichte, während man das komischerweise bei anderen Ländern nicht tut. Dort würde keiner die damaligen Kolonialkriege als Verbrechen gegen die Menschheit oder sonst was hinstellen. Tut man nur bei uns, ne? Ja, als letztes noch ein paar Bilder dazu. Da haben wir die Entwicklung des Menschen von Frühformen zum Homo sapiens, lässt sich mit Hilfe des Darwinismus erklären. In Klammern Schautafel mit menschlichen Schädeln aus einer Darwin-Ausstellung im Museum of Natural History in New York. Das sind noch ganz kleine Namen. Heute ist es ein bisschen dunkel noch, wie gesagt. Ja, ich brauche irgendwann mal wieder eine neue Brille. Da sind die Namen von diesen einzelnen Schädeln benannt. Ich kann sie kaum lesen, ich denke mal ja auch nicht, aber ich zeige euch trotzdem mal diese Schädel, die man da aufgereiht hat von der menschlichen Entwicklung. Ja, hat sich ganz schön was verändert. Nicht nur die Erde verändert sich, auch der Mensch. Dann haben wir Ernst Haeckel hier mit Assistent. Biclucho Maclay rechts um 1867 wendet den Darwinismus auf die Evolution des Menschen an. Da haben wir den bösen Buben Haeckel. Ne? Da haben wir es. Und als letztes unten rechts noch. Die Theorie von der Abstammung des Menschen wird oft und gern karikiert. Thomas Nast um 1871. Aber zwei, die ich einen Affen angucken. Ich hoffe, ihr habt alle gut gesehen. Ja, das war's für heute. Und morgen geht's dann mit den 1860er Jahren richtig los, mit dem Jahr 1861. Und am Ende dieses Jahrzehnts wird für uns Deutsche einiges passiert sein. Damals wirklich zum Positiven. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag und ja, für die Facebook-Leser und Hörer und ja, hoffe ich, dass ihr das Video auch noch haltet. Und ja, bis morgen zur dann schon 30. Geschichtsstunde von Egon. Halt die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.